Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal und mit dabei ist heute der Migo Vision. Hallihallo! Und wir spielen Titan Quest, das ist ein Action-Rollenspiel von 2006 und diese Erweiterung hier von 2007. Und wir zeigen jetzt nicht von Anfang alles, sondern hier ziemlich am Ende vom Spiel. Wir sind nämlich schon, es gibt normal, episch und legendär. Also wenn man das normale durchgespielt hat, gibt es episch und danach halt legendär. Jetzt sind wir hier am Ende, um mal den Leuten, die Titan Quest vielleicht auch schon kennen, zu zeigen, wie es am Ende aussieht. Also wir sind in der Erweiterung im legendären Modus, das heißt kurz bevor das Spiel dann für uns ganz beendet ist. Wir spielen schon seit vielen Jahren zusammen und jetzt zum ersten Mal schaffen wir es vielleicht, nachdem wir hunderte Charaktere irgendwie in verschiedene Mods gespielt haben, jetzt auch mal einen komplett bis zum Ende fertig zu kriegen. Und wir haben jetzt hier auch die ganzen Länder, also fängt man an mit Griechenland, dann geht es nach Ägypten und man kann sich halt immer zu anderen Teleportern bzw. anderen Städten teleportieren und ich konnte mich jetzt auch wieder ins erste Land teleportieren und so weiter und wie gesagt. Jetzt müssen wir erstmal unsere 70 Begleiter machen hier und Zusatzfähigkeiten, weil Legendary ist schon echt hart. So. Und vor allem jetzt in der Erweiterung gibt es böse Gegner. Ich sehe gerade, ich habe 9 Energietränke. Ich glaube, ich muss da kurz einkaufen gehen. Ich muss mal eben hier, also hier, das ist jetzt mein Leichenkönig zum Beispiel, das ist mein Begleiter. Und wir haben hier einige, das sind eigentlich hier alles nur Fähigkeiten, um mich zu verstärken oder die Gegner zu schwächen. Also jetzt nur passive Fähigkeiten erstmal, die aktiven sind hier ist das auf dieser Seite. Sturm zum Beispiel habe ich, da ist natürlich, liegt auch im Namen mit Blitzen und Frost und so. Also ich kann Gegner einfrieren. Und hier bei Geist habe ich halt diesen Leichenkönig, kann Gegner das Leben entziehen. Und so weiter. Übrigens, falls ihr Titan Quest am Anfang ansehen wollt, dann verlinke ich euch das in der Beschreibung. Das habe ich früher, vor 3 Jahren, mal hochgeladen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, da höre ich mich noch ziemlich anders an. Dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Sehr viel anders. So, ich komme jetzt auch wieder dazu. Du hast gut eingekauft, du bist fertig. Ja, 754 müsste erstmal reichen. Auf jeden Fall ist man hier nach 2-3 Schüssen tot. Ich habe jetzt erstmal hier, Leute, hier ist immer +1 auf alle Fähigkeiten. Das heißt, alle Fähigkeiten sind immer ein Level hoch. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel bei meinem Armschutz, den wechsle ich aber jetzt, weil hier ist viel Durchschlagwiderstand erforderlich wegen diesen ganzen Bogenschützen und so. Deswegen wechsle ich das immer. Das heißt, wenn ich meine Begleiter beschwöre, habe ich meinen +1 und dann bleiben die auch so, bis die sterben. Und hier sterben die so gut wie nie. Und schon Bogenschütze hier. So, jetzt mache ich dem Migo Vision hier mal ein Schild. Danke. Muss ich ganz kurz gucken. Das ist der Elektrostab, müsste sein. Ja, genau. Okay. Wir müssen wieder alles von vorne machen. Beim letzten Mal haben wir hier alles gemacht, sind dann am Ende gestorben und das war ziemlich doof. So, dafür ist so meine Kräuterkunde, dein Begleiter noch nicht. Das heißt, die verleiht uns zusätzlich Leben und Giftschutz, was extrem wichtig ist, weil hier böse Giftsquallen sind. Aber jetzt kommen erstmal diese ultrabösen Hexen. Boah, jetzt müssen wir erstmal wieder einspielen. Warte mal kurz, ich bin ja im falschen Menü. Und der Migo Vision kann so eine Vogelscheuche machen, die die Gegner anlockt. Das mache ich direkt mal. Da ist sie. Weil manchmal gehen das die Vogelscheuche, das ist sehr wertvoll. Die sind so böse, da sind sie. Ja, sehr schön. Funktioniert gut. Muss leider viel abhauen. Ja, ich auch. Das ist jetzt das. Also Leute, ihr müsst nicht denken, dass es am Anfang so schwierig ist. Am Anfang viel einfacher. Das ist nur am Ende vor allem irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht, ich glaube aber nicht, weil die Gegner sind schon Level 75 und wir irgendwie 58. Wir wären auch schon längst durch mit dem Spiel. Aber wie gesagt, wir haben so oft neu angefangen. Vor allem ich. Das ist echt krass. So, und am Ende, am Anfang sind vielleicht nur Flächenschaden und irgendwelche Dinge gut, die die Gegner schnell zerstören. Aber jetzt zum Beispiel einfrieren und Gegner weglocken, ist sogar noch einiges wichtiger. Also diese Hecke, die es hier auch gibt. Das Netz. Das ist unheimlich wichtig, um Gegner auf Distanz zu halten, weil die sind so unglaublich stark. Ja, genau. Mein Hack habe ich selten gemacht irgendwie in letzter Zeit. Ein Hack? Meine Hecke. So. Ich habe irgendwie in der letzten Zeit nicht oft gehackt, das ist ja blöd. So, 6. Ich kann auch, wenn ich auf 8 drücke, seht ihr da unten so ein kleines Symbol. Das bedeutet, ich beschwöre dann noch einen Gegner. Der bleibt aber nur ganz kurz. Ja, ich bin jetzt echt tot, ne? Was war denn da los? Ich hab einen Teleport, dann kann der Migo Vision direkt zu mir.
Man kann auch hier seine Statistiken angucken und ich habe schon 206 Tode. Man kann den ersten Schwierigkeitsgrad gut ohne viele Tode schaffen, aber am letzten sind bestimmt 150 dazugekommen. Wir haben jetzt länger nicht gespielt. Da muss man sich echt immer dran gewöhnen, dass man permanent auf die Lebensanzeige guckt. Ja. Weil da sind zwischendurch Bosse. Normal, ja genau. Die einen sofort auskegeln hier. Der normale Schwierigkeitsgrad ist, also ohne Mods ist auch auf jeden Fall schwieriger als mit Mods. Nur die Diablo-Mod, die ist noch schwieriger. Aber sonst ist es mit Mods schon eindeutig einfacher. Und wir haben jetzt hier 4400 Leben. Und wenn man mal überlegt, man hat im ersten Schwierigkeitsgrad schon am Ende vielleicht 1000 Leben. Also es ist nur viermal so viel. Aber man schießt unwahrscheinlich schnell. Man genau. hat Wahnsinns Power hier, das ist schon geil. Ich habe hier minus 5% Elementschaden, das war blöd, aber dafür halt 3 Geschosse. Machst du mir mal so ein Schildchen? Ja, ich habe 3 Geschosse. Bei jedem. Ich hole mir meinen Grabstein zurück hier. Bei mir sieht man es gerade noch nicht. Doch, jetzt sieht man es, wie schnell man Leben verliert. Das ist echt so krass. Und ich bin direkt tot. Weil meine Fähigkeit irgendwie nicht funktioniert hat. Du darfst jetzt nicht sterben. Okay, ich mach eine Hecke. Hast du einen Teleporter? Kommt. Lass schnell hier alles aktivieren. Hast du? Ja, hab ich. So, ein Netz jetzt draufschmeißen. Okay, ist tot. Alles irgendwie klar. Funktioniert es gerade nicht so. Jetzt kann ich zum Migo Vision gehen. Das ist hier in die Hecke rein, hoffentlich kommst du wieder raus. So ein Bug hatten wir auch schon mal. Dann hängst du in der Hecke fest. Ist das so? Nein. Okay. Wenn man neu dazukommt, passiert das schon mal. Ja. Wo ist mein Grabstein? Der steht, das ist immer auf der Map angezeigt. Da. Nehmen wir mal ein bisschen was. Ein bisschen Kleingeld hier. Aber wie gesagt, wenn ihr das erklärt haben wollt oder so, dann schaut euch mal die erste Folge davon an. So Püppchen hinstellen. Wo ist mein Püppchen? Auch einfach Titan Quest Mods eingeben, dann findet ihr mein Video direkt. Luca Florian heiße ich da. Sag mal Jagdruf jetzt. Ich mach's auch in der, wo wir ein bisschen stärker sind hier, Videobeschreibung. So. Man sieht leider als Zuschauer teilweise wenig, weil wir uns hier übelst verstecken müssen. Aber die Magier sind überhaupt nicht so schlimm. Ich weiß nicht. Gegen Nicht-Durchschlaggegner ist es viel besser, wenn ich meinen plus 1 habe. So. Aber ich glaube, bei Durchschlaggegnern ist es besser. Ich sehe momentan so diese Vogelscheuchen gar nicht. Ich habe hier eine hingestellt, siehst du die? Für mich ist die unsichtbar gerade. Vielleicht hast du auch gar keine hingestellt. Ja, ich habe aber diesen. Nee, du hast keine hingestellt, weil die waren noch nicht aufgeladen. Oh, oh. Doch. Jetzt werde ich bestimmt Lisa sterben. Ich bin schon tot, okay. Verdammt, die waren zu schnell. Ich mach schnell ein Portal. Das bringt nichts. Ich kann so nicht zu dir kommen, so ohne Power hier. Ich muss erstmal meine Attacken aufladen. Ich habe denen jetzt Angst gemacht, das heißt, die laufen jetzt so wild umher. Okay, ich komme zu dir. Und hier ist so ein Typ, der zerfetzt meinen Begleiter. Oh, mein Begleiter hat es echt geschafft, gegen den zu gewinnen. Das ist unnormal. Ja, toll. Ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance. Wir waren genau da. Ich kam in meine Hecke nicht rein. Das war jetzt wieder der Bug. Ja. Ich kam in meine eigene Hecke. Weil die Hecke ist nicht mehr da. Jetzt ist der Bug. Ich musste das Portal woanders hinstellen. So, jetzt kannst du. Ich warte hier auf dich. Also wir schneiden vielleicht auch ein bisschen. Jetzt habe ich hier echt fies EP verloren, weil ich meinen Grabstein nicht bekommen konnte. Weil hier Level aufzusteigen, das dauert schon echt lange. So, was habe ich jetzt? Ich brauche wieder meine Special Attack. Das ist manchmal ein bisschen hart, vor allen Dingen hier in diesem Bereich stirbt man echt fies schnell. Einzelne große Gegner ist kein Problem, aber diese schnellen, kleinen, vielen. Ja. Und vor allem Bogenschütze und Speer. Ja, Durchschlagschaden ist für uns übel. Ich habe zwar 20% jetzt, aber trotzdem. Ja. Ich habe hier eine legendäre Waffe bekommen, aber hier steht der plus 1 auf alle Fähigkeiten der Traumbeherrschung und die haben wir hier nicht. Natürlich haben wir alle schon durchgespielt, also natürlich alle schon gespielt, aber... Oh, da ist meine komisch. Also irgendwie hat er ein bisschen Anzeige bekommen. Ich gebe dir nochmal ein Schild. So, genau, schön einnetzen hier. Irgendwie, warum gehen die? Okay, der geht auf dich. Ich dachte schon, warum geht der an dir vorbei zu mir, aber ist er doch nicht. Die Magier machen irgendwie gar keinen Schaden, das ist so unausgeglichen. Die Magier machen irgendwie. Jetzt habe ich alle angegriffen, jetzt bin ich richtig gearscht. Hilfe! Ich versuche mal hier eine. Ach du Scheiße. Mach mal hier wie so eine Hecke.
sind wir jetzt. Ja. Das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, ein Hack ist gut. Ein Hack ist sehr gut. Die Hecke, also es gibt bei Traum, nee, bei ja. bei Jagd und Natur eigentlich gut, einige gute Fähigkeiten für jetzt los. Ich habe jetzt viele Fähigkeiten, die Gegner schwächen. Genau, und ich habe Einfrieren und so, was auch. Einmal natürlich hier das Netz zum Festhalten, dann aber auch hier das Auge. Das ja, sieht man jetzt nicht. Dann sind die Gegner anfälliger. Anfälliger und auch noch dieses Gift. Das macht sie nochmal gegen andere Attacken anfälliger. Dann kommt der Loop Master hier mit seinen Special Elementarattacken und kann die deutlich besser verwunden. Ich kann die auch hier lähmen jetzt mit meiner Blitzkugel. Dieses Auge. Und ich kann jetzt auch auf 8, mache ich jetzt mal meinen Boss hier beibeschwören sozusagen. Also das ist eine Fähigkeit. Und jetzt werden wir wahrscheinlich nicht sterben, weil der alles auf sich nimmt und auch sehr wahrscheinlich nicht stirbt. Der ist echt super. Wenn man den immer hätte, dann wäre es richtig einfach. Hier, der läuft jetzt da rein und dann gehen die alle auf den und man kann eigentlich, okay, nicht alle, es hängt. Boah, es hat gerade gehangen. Schön, dass die jetzt eingefroren sind. Ja, habe ich gemacht, weil irgendwie, es hat irgendwie gehangen, aber egal. Was schön ist im legendären Modus, die Begleiter, Wölfe und die Nymphe hier, die leben deutlich länger. Die haben mittlerweile extremst viel Leben. 5000 oder so. Und die gehen nicht schnell kaputt, das heißt, man muss sich nicht damit beschäftigen, die andauernd neu zu beleben. Und die geben halt... neben dem, dass sie auch beißen können, eben auch Zusatzfähigkeiten durch Wolfsgeheul, Bonus und so. Leute, ich muss glaube ich mal ganz kurz in die Stadt. Ich hab meine Taste. Muss mal kurz sterben. Nein, ich bin in Windows-Modus gerutscht. Ich bin jetzt. Du bist nicht tot. Du bist nicht tot. Wo bin ich denn? Wie geht das? Ja, ich muss tot sein. Ich komme nicht mehr zurück ins Spiel. Das ist ein Bug. Ich kann die töten. Okay. Ist das lustig? Sehr schön. Aber ich komme nicht mehr ins Spiel rein. Das ist doof. Das ist scheiße. So wie eben, ich bin einmal draußen, das Ende. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn das behoben ist. So, okay. So, es kann weitergehen. Jetzt hab ich mir auch noch eben die Tastenzuweisung geändert. Weil eben war das falsch. Das ist gut, wenn man das in den Eingang stellt, auf jeden Fall. Ich habe hier einen Fernkampfstab, der macht Giftschaden und einer macht ein Gift und Blitz und der andere macht nur Blitzschaden. Oh, man sieht ja glaube ich gar nichts, wenn man da nicht selber will, spielt man nur wie ein Blitzknäuel. Genau, erstmal sollte man mit dem Giftstab drauf und dann mit dem anderen am besten, weil dann sind die ja schon vergiftet und eine Waffe wechselt. Nein, ich bin schon, das ist auch so zum Kotzen. Ich flieg hier mal raus. Oh, ich bin immer noch da. Nein, ich bin schon wieder weg. Was ist denn los? Weil ich ja zwei Bildschirme habe, komme ich glaube ich in meinen Rand. Wo bin ich denn jetzt? Eieiei, Leute. Ich bin neu, ich bin tot, ne? Ja. Ich mache ein Portal hier, hier ist gerade kein Gegner. Boah, das nervt echt total, ne? Ich habe raus, jetzt hier auf den zweiten Bildschirm komme, bin ich raus. Das kann ich in der Hektik nicht vermeiden. Muss man wahrscheinlich zwar vorher den zweiten Bildschirm abmelden. Wir hatten hier gerade einige Probleme, aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren, Leute. Das Spiel ist nämlich immer irgendwie bei der Migovision ist das Spiel immer rausgetappt und deswegen ist er dann immer gestorben. Rausgetappt. So. Aber eigentlich sieht das in Titan Quest nicht so aus wie hier, sondern natürlich so eine ganz normale Landschaft. Das sieht jetzt schon sehr anders aus als normalerweise. Die sind schneller als ich, das ist blöd. Aber mein Bogen ist noch schneller. Edge. So, die habe ich. Mal eben hier wechseln. Dann sind nämlich meine Begleiter wieder besser. So. Schon mal Püppchen hinstellen. Die gehen nicht gerne drauf, wie man sieht. Das ist sehr schön. Manche Gegner ignorieren diese
Püppchen, wie heißen sie? Vogelscheuchen. Vogelscheuchen, genau. Aber die hier, die lieben die. Die gehen da immer drauf. Ja. Das ist, das wirkt sehr lebensverlängernd. Vielleicht das Mausklicken ein bisschen laut, aber es ist bei dem Spiel halt so. Das ist ein Action-Rollenspiel, also man muss eigentlich nur kämpfen. Mit Story hat das nicht so viel zu tun. Es gibt auch irgendwie ein bisschen Geschichte immer. Aber wer viel Geschichte haben will, ist das auf jeden Fall kein gutes Spiel. Aber sonst ist das richtig cool. So. Verbams! Jetzt habe ich gerade meinen Giftstab. So, Waffe wechseln. Oh. Scheiße. So, ein. Ah, das Netz. Ey, Wahnsinn! Der war beim Netz drin, hat mich trotzdem erledigt mit einem Streich. Ich glaube, unglaublich. Im Portal. Der hat mich einfach mal eben weggebämst. Ich dachte, toll, da sitzt er in der Falle. Aber seine helle Bade war lang genug. Die sind einfach zu schnell. So, warte, ich muss noch zwei Wölfchen machen. So, ein. Das hier ist das Einfrieren, das hier ist ein Blitz, hier klaue ich den Gegner Leben, hier mache ich ihnen Angst, hier ist wie auf der rechten Maustaste, ich lähme die und mache den Schaden und hier werde ich mit der Megavision zusammen stärker und hier ist mein Begleiter kurzzeitig. Das sind beide Zauber. Sind beide auf Level 58, ne? Ja. Es geht bis 75, aber ich weiß nicht, wie weit Level 75 sein soll, da weil da ist ja schon jeder durch. Geht noch was. So, wir müssen mal lang. Hier oben. Ist in die richtige Richtung, bist du sicher? Mhm. Ja, stimmt. Genau. Püppchen reinstellen und Hecke. So, ja. Das ist immer schön bei so Eingängen, ne? Ja. Oder die kriegen auch Schaden da drin, wie man sieht. Boah, die fliegen ja. Ne, die fliegen nicht wie die sterben wie die fliegen. Yo! Ich hab grad Angst bekommen, was für ein mächtiger Gegner.